So ein gesendetes neues Jahr auch von meiner Seite. Freut mich, dass wir an diesem 1. Januar, diesen ersten Tag des Jahres gemeinsam in Anbetung und Gemeinschaft mit Jesus anfangen. Wir hatten gestern Abend einen tollen Abend hier, waren so circa 50 Leute da und haben auch gemeinsam Jesus angebetet, das Vaterunser proklamiert über das neue Jahr, über unser Leben, über unsere Stadt, über unser Land. Und ja, unsere Welt braucht so viel mehr von Jesus. Und darum geht es auch hier. Was hat Gott für uns vorbereitet? Was hat Gott für Geschenke? Und jetzt hat er schon gesagt, er möchte uns Gutes tun. Er möchte uns beschenken. Und ich weiß nicht, wie es eure Geschenke waren für Weihnachten. Vielleicht hat es euch gefallen, vielleicht habt ihr einiges bekommen, was vielleicht nicht so ganz richtig gepasst hat und wieder umgetauscht werden musste. Weiß ich nicht so genau. Ich musste jemand abholen am 27. Dezember vom Flughafen und dann wollte diese Person kurz zum Geschäft und dann mussten wir kurz ins Bräuningenzentrum in Sindelfingen. Und ich war erstaunt, wie voll das war. Genau den Tag nach Weihnachten, das war so eine Menschenmenge da. Und alle wollten Geschenke austauschen und weiß ich nicht, neu kaufen oder so. War einfach verrückt. Ne? Und das zeigt uns alle auch, wie vergänglich auch und manchmal wie auch sinnlos unsere Geschenke sind, auch wenn es gut gemeint ist. Ja? Aber wenn Gott was schenkt, wenn Gott was vorbereitet, dann hat das ewige Wert und einfach ewige Bedeutung und einfach eine wunderbare Kraft in unserem Leben. Und ich möchte heute über diese Jahreslosung, die dieses Jahr ausgerufen wurde, und das finden wir in Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneren geben. Und ich werde das steinige Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischiges Herz geben. Und noch ein Wort aus Jeremia 31, Vers 31 und 33. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott spricht, ich gebe euch ein neues Herz, gebe euch einen neuen Geist und ich wechsle diesen steinendes, hartes Herz aus. Das klingt wunderbar, aber vielleicht, wenn wir ehrlich sind, fragt man sich, wie soll das gehen? Wir kennen uns ja, ne? Wir starten immer wieder jedes neues Jahr oder einen neuen Abschnitt mit guten Absichten. Wir wollen vielleicht das und das erreichen, manche wollen vielleicht ein bisschen abnehmen und so weiter. Ne? Man hat so seine Ziele, ja. Und ich habe das im letzten Jahr richtig versucht, da habe mich angemeldet für Volleyballverein und so weiter. Ne? Und ich habe gesagt, das mache ich jetzt, ja. Und mache das diesen bestimmten Abend terminfrei. Und so wie das ist, kamen dann die Anfragen, wichtige Sachen, wichtige Termine. Und irgendwann war es mit Sport wieder nicht so viel, wie man sich gewünscht hat. Ja? Und das wäre eine gute Sache, ein gutes Ziel wieder, ne, ins Auge zu fassen. Und jeder von uns hat solche Ziele, solche einfach Wünsche. Und wir wissen manchmal, wie schwer das ist, in diese kleinen Gewohnheiten oder diese Gewohnheiten, die wir über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, das zu verändern und das einfach dann einen Sieg und einen Durchbruch zu erleben. Und oft sagen auch die Ärzte, jetzt muss wirklich was Grundsätzliches geändert werden. Manchmal sagt der Arzt, sie kommen um eine Transplantation nicht mehr herum. Oder die Eltern sagen, unser Kind ist so widerspenstig, es ist so schwer, da das Kind zu erziehen und in die richtige Richtung zu lenken. Oder unser Navi sagt oft das, wenn möglich, bei nächster Möglichkeit, bitte wenden. Was bedeutet, es läuft was grundsätzlich falsch, wir müssen umdrehen. Das sind deutliche Worte und alle meinen, es muss sich was grundsätzlich verändern. Unser Gott ist Gott der gute Geschenke, unser Gott ist auch Gott der Veränderung. Ihm ist das Neue nicht unbekannt, weil er tut Neues. Und ja, das Jeremia und Hesekiel
Hesekiel sprechen hier zu einem wirklich hartnäckiges Volk. In Hesekiel 2,4 steht es, es waren Leute, Israel war damals, wurde so genannt, mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Und Hesekiel wurde berufen als Prophet in diese Situation hineinzusprechen, zu diesem Volk. Er war von einer Priesterfamilie, Gott hat ihn berufen, sein Wort zu sprechen, aber das Volk wollte das nicht hören. Und es ging weiter und weiter abwärts, bis irgendwas wirklich alles kaputt war in dieser Nation, wo Israel einfach ein Totalversagen erlebt hat. Sie wurden überwunden von den Feinden, Jerusalem wurde zerstört, das Tempel wurde zerstört und sie wurden alle in Gefangenschaft nach Persien entführt. Aber Jesus sagt, ich nehme das Prophet sagt da, mitten in dieser Krise, mitten in dieser schwierigen Zeit, Hesekiel 11 nach 19, ich nehme das Herz vom Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz vom Fleisch. Und das spricht Gott hinein durch dieses Vers, durch diese Jahreslosung für uns. Und Gott ist jemand, der gerne was Neues schafft. In 2. Korinther 5,17 lesen wir, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Als Jesus mit Nikodemus sprach, sagte er, du musst von Neuem geboren werden. Es muss grundsätzlich eine geistliche Neugeburt stattfinden. Er ist nicht nur gekommen, um Sachen zu reparieren und die Sünde oder irgendwie zu lindern, sondern Jesus kam, um die Sünde auszurotten und wirklich das zu überwinden, eins für alle Mal. Er tut was Neues und er verspricht uns heute für dieses neue Jahr, für unser persönlich, ein neues Herz, ein neuer Geist und einen neuen Bund. Und ich möchte kurz diese drei Sachen anschauen, die Gott für uns als Geschenke für das neue Jahr vorbereitet hat. Das sind Geschenke, die man dann nicht umtauschen muss, sondern immer wieder einfach erneuern muss in der Gemeinschaft mit Jesus. Lass uns kurz anschauen, ein neues Herz verspricht uns Gott. In das Alte Testament war das Herz nicht so der Platz, wo die romantischen Gefühle stattfinden, wo einfach man viel von Liebe spricht und so, sondern es vielmehr, wenn die Bibel im Alten Testament über das Herz spricht, ist das der Platz, wo die Weisheit da ist, wo unsere Erinnerung da ist und wo Entscheidungen getroffen werden. Eine Person denkt mit dem Herz und macht Pläne mit dem Herz und kommt zu Entscheidungen mit dem Herz. Und die Gerechten, die Jesus und die Gott nachfolgen, die geben ihr Herz zu Gott und wollen, dass Gott regiert in unseren Herzen. Aber die Bibel sagt auch, das Herz ist der Platz, wo auch Betrug stattfinden kann, wo einfach wirklich auch was Falsches laufen kann. In Jeremia 17,9 sagt uns der Prophet, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Also wir sehen, dieses menschliche Herz ist wirklich trügerisch. Man kann denken, ich empfinde das so mit dem Herz und kann auch ganz falsche Richtung laufen. Und das ist ein sehr bekanntes Statement, das man immer wieder abgibt. Ich spüre, ich empfinde, ich habe das auf dem Herzen und ja, das ist gut. Wenn das mit Gott geprüft wurde, aber dann ist auch eine große Gefahr. Weil wenn wir nur auf unserem Herz hören, ohne das mit dem Wort Gottes, ohne mit dem Geist Gottes abzustimmen, dann laufen wir in Gefahr. Weil die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch. Und das Herz kann auch irgendwann richtig kalt, richtig steinerisch und richtig betrügerisch sein. Und es ist wirklich so, wer von uns kennt diese Situation in dem Alltag oder manchmal, wenn es uns nicht geht, wie unser Herz verhärtet ist. Man meint es gut, man will es gut machen und richtig machen mit seinem Nächsten, mit seiner Familie, doch spürt man, wie dieses Herz versteinert ist. Und dann brauchen wir wirklich Gottes Wirken, Gottes Heilung, Gottes Erneuerung. Wir tun Sachen manchmal, die unverständlich sind, wie Paulus gesagt hat, ich will das Richtige tun und doch tue ich das Gegenteil. Es gibt ein Buch, das sagt,
10 Dutzend Sachen, die man so macht, ne? Oder Männer machen, ne? Da gibt es so eine Liste. Ne? Und wenn man das liest, dann würde man sagen, ach, verrückt, warum würde man das machen als Mensch? Und das sind gebildete Leute, Leute, die erfolgreich sind, vielleicht Lehrer oder Professoren. Und doch, durch dieses betrügerische Herz, macht man manchmal richtig, richtig dumme Entscheidungen für seinen Leben. Aber Gott sagt, ich möchte euch ein neues, ein Herz, fleischliches Herz geben, ein neues Herz von meinem Herz. Niemand von uns möchte wirklich mit einem versteinerten Herz rumlaufen, oder? Und Gott schenkt uns ein neues Herz. Das zweite, was Gott uns schenken möchte, ist ein neuer Geist. Ein neuer Geist. Viele oder alle von uns, wenn wir Jesus empfangen haben, haben wir ihn durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist hat das bewirkt, dass wir glauben können. Und in dem Moment, wo wir Jesus bekannt haben, als Herr und Retter, kam die innenwohnende Gegenwart des Heiligen Geistes und hat uns erfüllt. Und in dem Alten Testament bedeutet der Geist Gottes auch ein Atmen, ein Wind. Wir atmen durch die Gegenwart Gottes, durch seinen Geist. Und wir brauchen immer wieder diesen neuen Atem Gottes in unserem Leben, diese neue Erfrischung. Weil das kann auch alt werden und so. Wir können uns nicht auf das Alte verlassen. Wir können uns nicht auf die alten Erfahrungen und Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, sondern wir brauchen für heute und jetzt, für das neue Jahr und für jeden neuen Tag, brauchen wir einen neuen Geist. Und Gott sagt uns, er möchte uns schenken. Das steht bereit für uns. Einen neuen Geist. Er möchte uns neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, auch für dieses Jahr, wir haben gerade auch heute gebetet, wir glauben für dieses Jahr für mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist, für mehr neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Oder manche von euch auch für ein ganz neues sich einlassen, drauf einlassen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat uns das versprochen in Joel 3, 1 und 2, verspricht uns Gott. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben und junge Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich an jedem Tag meinen Geist ausgießen. Halleluja! Gott hat seinen Geist bereit für uns. Er möchte uns es immer wieder schenken, erneuern. Eine neue Salbung, neue Kraft, neue Erfüllung mit seinem Geist. Und jeder von uns braucht das. Jeder von uns braucht es eigentlich täglich und immer wieder erfüllt zu werden mit dem neuen Geist. Du kannst dich in diesem neuen Jahr ausstrecken. Du kannst dich in diesem neuen Jahr sagen, Herr, ich brauche dieses Geschenk, ich brauche diesen frischen, neuen Geist. Neue, frische Erfüllung des Heiligen Geistes. Und dann verspricht uns Gott noch einen neuen Bund. Einen neuen Bund. Und es ist Anfang des neuen Jahres und wir treffen neue Entscheidungen, wir machen feste Sachen und das ist okay, das ist wichtig. Damals, wisst ihr, damals, das war im Jahr 587 vor Christus, war in Israel wirklich alles am Boden, alles zerstört. Diese neue Nation war total zerstört und mitten in dieser Situation sagt Gott, ich schenke euch einen neuen Bund. Ich verspreche euch, ich verlasse euch nicht und ich werde euch diesen neuen Herz, neuen Geist und neuen Bund schenken. Vielleicht spürst du, dass vieles nicht gut gelaufen ist in 2016 für dich. Für manche Situationen, manche Bereiche fühlst du dich am Boden. Gerade in dieser Situation spricht Gott hinein, ich mache einen neuen Bund. Du kannst heute eine neue, frische Entscheidung treffen und sagen, ja Herr, ich empfange dieses neue Herz, fleischliches Herz, ich empfange frisch deinen Geist und ich mache fest meine Entscheidung, dir nachzufolgen und in diesem Bund, in dieser Beziehung mit dir zu leben. So, heute ist ein neues Jahr und Gott sagt, ich möchte dir ganz persönlich ein neues Herz geben. Ich möchte dieses steinendes Herz, da wo verhärtet worden ist, wo enttäuscht worden ist, wo die Schmerzen waren, wo die Enttäuschungen waren, das möchte ich ersetzen und frisches, lebendiges Fleisch in diesem Herz hineinsprechen. Im Namen Jesus.
Dann sagt auch Gott, ich gebe dir einen neuen Geist. Mein Geist ist genug. Mein Geist ist genug für jeden neuen Tag deines Lebens. Du musst nicht ausgelaugt und irgendwie müde und frustriert durch das Leben laufen, sondern strecke dich aus und empfange ganz neu meinen Geist. Und dann sagt er, ich mache diesen neuen Bund mit dir. Und dieser neue Bund steht für eine frische Beziehung. Also ein neues Herz bedeutet ein neuer Weg und Art und Weise, und Sachen vor Gott zu bringen und zu denken, in unserem Denken. Ein neuer Geist steht für eine neue Motivation und eine neue Kraft. Und dieser neue Bund, das Gott mit uns schließen möchte, steht für eine frische, neue, lebendige Beziehung mit Gott. Christus, Jesus, unser Gott, er ist dran, Neues zu tun in unserem Leben. Und das spricht er über dieses Jahr, spricht er über unser Leben. Und vielleicht brauchst du wirklich diesen neuen Start. Ich brauche das. Ich brauche das persönlich. Und ich brauche diese Erfrischung des Heiligen Geistes. Ich brauche, dass Gott mein Herz erneuert, heute und kontinuierlich in diesem neuen Jahr. Und ich brauche immer wieder das festzustellen und zu bestätigen, diese feste, wunderbare, gute Beziehung mit Gott durch seinen Geist. Wir können Veränderung erleben. Und Gott ist dran, er möchte uns das schenken. Neues Herz, neuer Geist, neue Beziehung mit ihm. Die Sache ist, wir können das nicht selber tun. Wir brauchen seinen Geist. Und das wollen wir auch heute tun. Wir wollen uns ausstrecken. Wir wollen das auch symbolisch machen und sagen, Herr, wir machen diese Beziehung fest mit dir. Wir erneuern das durch diesen Bund, dass wir heute uns erinnern, dass wir mit uns geschlossen haben. Wir werden das symbolisch einfach daraus essen und trinken und sagen, Herr, wir stehen auf deinem Bund, wir stehen auf deinem Wort. Wir brauchen deine neue Liebe, neuen Geist, neues Herz in unserem Leben. So, lass uns dieses neue Jahr mit einer klaren Entscheidung und klaren Beziehung und klaren Statement beginnen. Ja, ich empfange diese Geschenke Gottes, die er für mich vorbereitet hat. Ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Bund für ein neues Jahr. Amen.